Heute ist Weihnachten, es ist Bescherung. Oh, ich freue mich schon auf die Weihnachtsfeier, ich freue mich schon auf die Geschenke. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht abwarten, was ich will. Und ich bin genau um 7 aufgestanden. Sag mal, Franz Dieter, du bist ja schon wach, ne? Ja, natürlich. Was steht denn heute auf dem Plan? So, du ziehst dich jetzt schön an, machst dich ganz frisch und um 12 kommt schon die Familie. Da gibt es Mittagessen. Oh Junge, oh, halt doch einfach mal deine Fresse, du Scheiße. Lek, jalla, Abdallah, jalla, jalla, aufstehen, Habibi, aufstehen, jalla. 14 Uhr? Walla, komm, steh auf. Frühstück fertig. Oh, Baba, noch 5 Minuten. Lek, jalla, steh auf. Geh schon gut, ich komm an. Oh, Mann. So, ich mach mich dann mal jetzt mal fertig. Ich schnapp mir meinen Kamm. Das reicht. Meine schöne Uhr, das mir natürlich nicht mein Vater geschenkt hat. Alles muss ich mir selber kaufen. Und schon kann die Feier losgehen. Und ich bin schon angezogen. Das passt schon. Och, mein Sohnemann, komm mal her hier, guck mal, ich hab dir schon eingefüllt. Mensch, das wäre doch ein... Oh Mensch, das sieht doch mal lecker aus. Ja, natürlich. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier einmal eine Grapefruit. Ach, und dann, sehr gesund. Dann zum Mittagessen noch ein paar Lebkuchenherzchen. Oh, das ist doch viel. Aber wo ist Mama? Ach, die Mama ist ein bisschen unterwegs. Du weißt doch, ich hab doch gesagt, Familienessen. Siehst du doch, oder nicht? Das ist schön, aber wir sind nur zu zweit. Ach, die Familie von uns ist doch ganz klein, das weißt du doch. Das ist doch natürlich. Genau. Erstmal haben wir hier auch ein Glas Wasser. Erstmal Prost, mein junger Mann. Prost. In die Augen gucken. In die Augen gucken, sonst hast du 7 Jahre lang schlechten Sex. Ach. Immer älter, du. Ich weiß noch, letztes Weihnachten, wo wir da in der Kirche waren und so gesungen haben. So. Oh, das war eine schöne Zeit. Wir haben richtig super gesungen, so Habiba, Habiba und so. Genau. Weißt du noch? Das ist super. Ist Habibi, ist? Was das diese ist, Bruder? Hey, Körner. Ist Habibi. Dick, was? Du bist nur am Handy. Papa, jeder postet Bescherung. Hier, ich habe meinen Damen geschenkt. Like, was Bescherung? Beschneidung meinst du? Beschneidung? Nein, nicht Beschneidung. Heute ist ja Heiligabend und jeder packt ein Bild von ihrem Geschenk in die Storys und ich krieg nichts. Erstmal essen, Habibi. Erstmal, warte, Ecke. Das ist deine Essen, Habibi. Isst du das? Ich esse das, Habibi. Der Blick. Jalla. Was du willst? Ich bin schon 20. Kannst du mir nicht einmal, bitte nur einmal an Weihnachten was schenken? Was willst du haben? Keine ich Jobcenter, ich keine Geld. Ich arbeite früh bis abends jeden Tag, um dir Essen zu geben, diese Derli. Ja, das einzige Essen, was wir essen, ist jedes Mal nur Körner. Machst du so wie Vogel? Probieren! Halal! Gute Geschenk, Habibi! Was wünschst du dir denn überhaupt zu Weihnachten heute? Ach, also ich habe eher an eine neue Musikanlage gedacht. Echt? Ja. Gestern war der Weihnachtsmann da. Weißt du was, der ist durch das Schornstein gekommen, habe ich Milch hingelegt, Kekse und so weiter. Ja. Und der hat ein Geschenk für dich gelassen. Nein. Doch. Nein. Aber erstmal musst du ein Liedchen singen, weil wenn du ein Liedchen singst, dann kriegst du auch das Geschenk. Okay, wie geht das Liedchen aber nochmal? Ich hab's vergessen. Oh Schweinebaum, wie schön sind deine Schweineblätter. Okay. Nochmal, jetzt du musst singen. Oh Schweinebaum, wie schön sind deine Blätter. Die Stimme habe ich ja von dir geerbt. Supi. So, jetzt
haben wir natürlich auch einen Tannenbaum, wie eigentlich jeder das in der Familie hat. Guck mal da, siehst du schon den Tannenbaum? Oh, der ist riesig. Dann los, geh mal suchen. Das Geschenk findest du, glaube ich, gar nicht. Oh, wo ist er denn? Der ist ja nicht zu überschauen. Papa, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Endlich habe ich mal eine JBL-Box. Oh, das habe ich mir schon 10 Jahre lang gewünscht. Du? Aber das weißt du, ne? Es gibt ab 20 Uhr Nachtruhe. Das heißt, abends wird dann nicht so ein Mediamin-Party-Marty gemacht, ne? Und sonntags natürlich gar keine Musik. Das weißt du. Sonst gibt's das eine Anzeige. Sogar von mir. Von deinem eigenen Vater. Ha! Ich habe heute Spaß gemacht. Ich hole deine schöne Geschenke. Nein, sag mir jetzt nicht, das ist wirklich dein Geschenk für mich. Komm. Halte hier unten deine Geschenke. Oh, boah, was ist denn nicht? Oh, ich komme. Hallo, ein Geschenk. Komm unten. Guck. Geschenk musst du tragen, ja, da habe ich. Ich hasse Weihnachten. I think it stopped me, I'm all the way up.